Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir den ersten richtigen Trailer zu Scream Teil 6 bekommen. Ich habe in meinem Jahresrückblick schon darüber geredet, dass wir einen Teaser bekommen haben und der auch zeigt, dass wir einen neuen Scream-Film dieses Jahr bekommen. Aber dieser Trailer hat uns mehr Informationen gegeben und auch vor allem schon ein bisschen einen Blick in den Film natürlich geschenkt. Das Video hier ist keine klassische Trailer-Analyse. Ich werde den Trailer schon ein bisschen analysieren, aber vor allem geht es mir in diesem Video um eine kleine Fantheorie von mir persönlich. Wahrscheinlich haben es auch schon andere Menschen diese Theorie aufgestellt, aber in dem Video schildere ich sie jetzt so, wie sie in meinem Kopf ist. Das heißt, es gibt hier einen kleinen Review zum Trailer und dann aber hauptsächlich einen Theorie-Part, was meine Theorie zu diesem Film ist. Und ohne lang rumzureden, springen wir direkt rein und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. Ja, Scream 6 wird dieses Jahr kommen und er spielt weiterhin mit dem Cast, den wir in Scream 5 bekommen haben, darunter unter anderem Jenna Ortega. Und auch die OG-Charaktere Sydney und Gale werden uns in diesem Film wahrscheinlich begegnen. Leider eine Person ja nicht. Der gute Dwight bzw. Dewey, der hat uns ja, Spoiler Alert, im Teil 5 verlassen. Fangen wir aber erstmal mit dem Trailer an. Grob gesagt, ich fand den Trailer cool. Also es war ein guter Horrorfilm-Trailer, hat halt nicht zu viel gezeigt, aber auch nicht zu wenig. Es war genug Action, es war genug Blut mehr oder weniger und der Film hat mich schon ordentlich gehypt. Vor allem, weil die Theorie ja erneut unterstrichen wurde, dass es ja mal wieder zwei Killer geben wird auf jeden Fall. Aber es standen ja auch viele Theorien im Raum, dass es unter anderem sogar drei verschiedene Killer geben könnte. Aber um ein Ghostface dreht es sich in diesem Film anscheinend besonders viel, das wird auch öfter erwähnt. Und zwar ist das der mit der, ich nenne es mal, mit der kaputten Maske, der kaputten Maskenmann. Oder so. Genau, denn dieser sagt auch von sich selbst, augenscheinlich sagt, dass dieser Charakter, es kann natürlich auch im Trailer, weiß man es nicht genau, ob er es ist, kann ja auch zusammengeschnitten sein, aber augenscheinlich sagt dieser Killer, mag sein, aber so einen wie mich gab es noch nie, Gail. Ich bin etwas Besonderes. Dann sehen wir auch die Hall of Fame der Ghostfaces, was ich irgendwie ein bisschen weird fand. Ich hoffe, sie werden es irgendwie in dem Film gut erklären, weil ich fand das jetzt, also ich, keine Ahnung, es wirkt so wie so ein Keller von irgendeinem großen Fan von den Stab-Filmen in dem Universum halt, beziehungsweise halt von den Scream-Filmen. Hat ein bisschen weird gewirkt, aber alles in allem fand ich es ganz interessant, weil es halt auch wieder ein bisschen die Flashbacks auf die alten Teile legt, was ich sehr, sehr geil finde. Meiner persönlichen Meinung nach wird dieser Teil auch der letzte sein, können. Die Kuh ist noch nicht genug gemolken im Scream-Universum, aber ich sag mal so, er könnte potenziell der letzte Teil der Reihe werden. Eventuell. Warum, dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall der Trailer, alles in allem super geil. Guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Werdet ihr wahrscheinlich getan haben, wenn ihr dieses Video hier seht. Gehe ich mal stark davon aus. Wenn nicht, checkt ihn gerne aus, wenn ihr Horrorfilm-Fans seid. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Trailer und ich denke, der Film wird auch sehr, sehr gut. Kommen wir aber jetzt zum Theorie-Part. Und zwar geht es darum, wer ist denn der mysteriöse, kaputte Maskenkiller? Und dieser, ich nenne es mal, besondere, einzigartige, den es anscheinend noch nie gab. Meine Theorie ist eine relativ simple. Ich gehe davon aus, die werden viele Leute haben. Aber wir fangen erstmal, wir bauen das Ganze erstmal ein bisschen auf. Zum einen müssen wir sagen, Scream lebt seit jeher mittlerweile davon, dass die OG-Charaktere weiter am Leben sind und die Filme quasi mit unterstützen. Vielleicht nicht unbedingt als Hauptrolle, aber auf jeden Fall als eine wichtige Nebenrolle. Wo wir zum Beispiel in den letzten vergangenen Filmen immer Gale, Sydney und Dewey hatten, fällt dieser Dewey halt nun mal jetzt weg. Was natürlich auf eine Art und Weise Platz für einen neuen OG-Charakter macht. Es gab da diese eine blonde Frau, ich meine mal, sie war auch aus Scream 1. Ich weiß gerade nicht genau, wer es ist. Das habe ich nicht wirklich rausgesehen, gehört, gefühlt. Aber augenscheinlich ist sie auch aus einem der ersten oder älteren Scream-Teile. Nichtsdestotrotz ist es aber, wirkt sie wie so eine Nebenrolle, augenscheinlich. Deswegen geht meine Theorie einfach mal noch weiter. Gucken wir uns den ersten Film der Reihe mal an und überlegen, welche Charaktere sind denn noch alle, die quasi in diesem Film hier noch Platz nehmen können. Na gut, wir hätten den OG-Killer Billy. Ja, nee, der ist halt tot, der hat eine Kugel im Kopf. Und dann hätten wir noch Stu. Stu. Ich sag mal so viel, es gibt ein ungeschriebenes Horrorfilmgesetz, was mehr oder weniger besagt, solange der Killer nicht wirklich für 100% tot erklärt ist, im Sinne von Kopf abgeschnitten, in einen Häcksler geschmissen oder 2 bis 3 Kugeln in den Kopf, ist dieser Killer nicht unbedingt als tot zu erklären. Ähnliches gibt es ja im Marvel-Universum, wo kein toter Körper zu sehen ist, ist die Person noch nicht tot. Ähnliche Regel gilt im Horror-Universum. Und wenn wir danach gehen, können wir einfach nur sagen, Stu hat einen Röhrenfernseher auf die Birne bekommen. Ja, die Dinger sind gewiss schwer und ich kann mir auch vorstellen, dass das gut wehtun würde und auch das Glas eher etwas unangenehm sein könnte, aber vielleicht schafft man das zu überleben mit hier und da ein paar Verletzungen. Gut, dann hätten wir noch den Stromschlag, den er bekommt, aber sind wir mal ehrlich, realistisch betrachtet, so ein Fernseher hat jetzt nicht so eine hohe Spannung, dass man unbedingt an einem Stromschlag stirbt, auch wenn es natürlich in Horrorfilmen immer ein bisschen überdramatisiert dargestellt wird.
Könnte man aber trotzdem sagen, auch das hätte er überleben können. Denn sind wir einfach mal realistisch, Stu sieht man, nachdem er gebrutzelt wurde, in diesem Film nicht nochmal erneut als Leiche. Billy hat nochmal seinen Moment, in dem er nochmal aufspringt und dann den Kopfschuss kassiert, aber Stu wird quasi außen vor gelassen. Was diese Theorie quasi einfach für mich relativ plausibel macht. Man könnte sich vorstellen, oder ich gehe stark davon aus, dass der neue, bessere, krassere Killer Stu ist. Oder zumindest jemand, der von Stu irgendwie gelenkt wird. Denn zum einen hätten wir, er sagt, er ist was Besonderes und Killer Wien hat es noch nicht gegeben. Gut, ein Killer Wien hat es schon mal gegeben, er ist ja nun mal mit unter der OG, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wir müssen bedenken, die Maske, die er trägt, ist kaputt, alt, Gebrauch, was natürlich auch auf Stu zurückfallen könnte. Wir sehen zwar, dass die Hauptdarstellerin, ich habe ihren Namen gerade vergessen, sowohl im Film als auch die Schauspielerin, ich blende sie ein oder ein Bild, man sieht in einer Szene im Trailer, dass sie diese Maske selber in der Hand hat. Dabei ist die Maske aber schon blutverschmiert. Sie, beziehungsweise ihre Hände sind blutverschmiert. Ergo könnte das auch sehr gut eine Szene vom Ende des Films sein, wo der Killer erledigt wurde und sie diese Maske einfach einpackt, wegwirft, mitnimmt, was auch immer. Müssen wir nämlich bedenken. Blut in einem Trailer zeigt meistens darauf hin, dass es nach einem Kampf bzw. während eines Kampfes ist. Ergo finde ich die Theorie, dass der gute Stu den ersten Teil überlebt hat, wie auch immer, und jetzt als erneuter Killer seine Rache plant. Zufälligerweise werden zwei andere auch ihren Scream-Step-Moment leben, was erklären würde, warum eventuell sogar drei Killer da sein werden. Das sind einmal die, ich nenne es mal, Trittbrettfahrer und der OG namens Stu. Ich muss sagen, ich finde diese Theorie gar nicht mal so verwerflich. Wie gesagt, klar, es ist schon sehr, sehr weit hergeholt, dass er wirklich diesen dicken, fetten Röhrenfernseher auf den Kopf kriegt und nicht davon stirbt. Aber, wie gesagt, im Horrorfilm-Universum ist es meistens so, der Charakter stirbt erst dann, wenn er wirklich für 100% endgültig tot ist. Das heißt, Kopf ab, mehrere Schüsse in den Kopf oder komplett zerhäckselt in Einzelteile geschnitten oder. Denn sind wir ehrlich, wie oft wurde ein Michael Myers abgestochen? Wie oft wurde ein Jason abgestochen? Wo man bei dem auch jetzt sagen kann, er ist ja irgendwann noch zum Zombie geworden. Aber ihr versteht das Prinzip. Wie oft wurde Michael Myers abgestochen, angeschossen, erschossen, so verletzt, dass er eigentlich hätte sterben müssen, bis es dann zu dem Moment kam, wo sie ihn wirklich endgültig, ich nenne es mal netterweise, für tot erklärt haben. Und darauf baut quasi diese Theorie von mir auf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich vielleicht der Einzige bin, der diese Theorie hat, denn ich bin der Meinung, es wird wirklich auf jeden Fall ein OG sein. Und Billy kann es nicht sein, weil Billy hat einen Kopfschuss bekommen und das fällt definitiv weg für mich. Deswegen, Stu ist am realistischsten. Wozu man nämlich auch sagen muss, der Schauspieler von Stu hat auch schon damals bestätigt in einem Interview oder so oder in irgendeinem Post, dass es geplant war, Stu für Teil 3 anscheinend zurückzuholen. Ergo war es schon mal geplant, dass Stu überlebt hat, was hier den Kreis schließen würde. Und deswegen komme ich jetzt auch zu dem Punkt, warum ich denke, dass das der letzte Film sein wird. Wir haben immer mehr von den OG-Charakteren verloren, nicht zuletzt Dewey. Und Dewey war nun mal ein Hauptcharakter, wirklich ein wichtiger Hauptcharakter des OG-Teils. Gale könnte eventuell auch schon drauf gehen, also in dem Trailer, das sieht schon sehr danach auf, als hätte sie da sehr wenig Chancen zu überleben. Und ich denke, Sydney wird auch irgendwann einfach keinen Bock mehr haben. Oder sie wird, sag ich mal, das Endfinale darstellen, in dem sie wirklich als letzte Heldin rausgeht. Und es wäre halt einfach perfekt. Sie gegen Stu wäre halt einfach noch ein gutes Ende für den Film. Auf einen Seite finde ich es ein bisschen schade, weil halt die neuen Charaktere ein bisschen außen vor gelassen würden, aber ich fände es auch geil, weil halt OG, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber alles in allem könnte das eine gute Theorie sein, meiner Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid oder was ihr für eine Theorie habt, wer der Killer sein könnte im nächsten Scream, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht sehen es ein paar so wie ich. Vielleicht sagt ihr auch, hey, das ist kompletter Bullshit, weil. Lese ich mir gerne durch. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nichtsdestotrotz, komme wie es wolle. Ich freue mich auf diesen Film. Ich bin gespannt, wie er wird. Ich glaube nämlich, dass er sehr gut wird, weil Scream 5 hat mir wirklich sehr gut gefallen. Muss ich sagen, war der beste Franchise-Horrorfilm der letzten Jahre für mich. Wobei ich von einigen enttäuscht wurde, war der wirklich sehr, sehr gut. Und ja, deswegen freue ich mich auf diesen Film. Freut ihr euch auf den Film? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr allgemein vielleicht Interesse an Filmen, Serien, Theorien oder News habt, dann checkt doch gerne mal diesen Kanal aus. Hier gibt es jedes Wochenende 2 Videos, mindestens, die sich rund um Filme und Serien drehen. Und wenn euch das interessiert, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ja, jetzt soll das Video auch nicht länger werden, als es vielleicht schon ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich, ich würde mich natürlich freuen, im nächsten Video wieder, dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.